Nächster Redner ist der Kollege Wolfgang Sprengmann-Kuhn für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, soziale Sicherheit ist ein Menschenrecht. Artikel 22 der Menschenrechtserklärung, und das sollte für uns alle eigentlich der Maßstab sein, wie man mit den Schwächsten der Gesellschaft umgeht, wie man mit den Langzeitarbeitslosen umgeht. Und wenn ich daran denke, wie der Herr Koch zum Beispiel, mein Ministerpräsident aus Hessen, rumschwadroniert und über die Hartz-IV-Empfänger herzieht, ist das eigentlich nicht der Umgang, den wir uns eigentlich wünschen mit den Langzeitarbeitslosen. Und auch das, was die Ministerin dazu gesagt hat, war nur ein bisschen schwächer. Und mit dem gleichen Ansatz gehen wir natürlich auch an die Rente dran und den Rentenansprüchen von Langzeitarbeitslosen. Und da ist es völlig richtig, dass der Betrag von 2,19 Euro völlig lächerlich ist und nichts mit so... Und der ist halbiert worden von der Großen Koalition halbiert worden nochmal auf 2,19 Euro. Der Herr Birkwald hat das ja vorhin, das Prozedere beschrieben, und sowohl der Herr Weiß, also der Herr Weiß hat darauf hingewiesen, dass es ja auch da gar nicht darum ging, einen Satz zu finden, der dann nach 40 Jahren Arbeitslosigkeit eine existenzsichernde Rente geben würde. Das wäre nämlich der nächste Punkt, dass wir haben einen Kritikpunkt an die Linke, dass man da natürlich auch ehrlich sein muss, auch wenn man das jetzt deutlich erhöht, das noch nicht eine existenzsichernde Rente bedeutet. Es sei denn, man macht das verzehnfacht oder verfünfzehnfacht, dann ginge das vielleicht. Dann müsste man allerdings auch sagen, wie man es finanzieren sollte. Sie nicken, aber in dem Antrag steht natürlich auch gar nichts drin. Ne? Also da steht drin, es soll deutlich erhöht werden. Aber was heißt denn das? Also ich meine, damit können Sie uns eigentlich nicht kommen. Das ist eigentlich viel zu billig, einfach zu sagen, die Welt muss besser werden. Dem kann man natürlich sich nicht verschließen. Das ist völlig richtig. Aber was heißt deutlich besser? Heißt das fünffach, zehnfach, zwanzigfach? Wenn man es deutlich erhöht, also verzehnfacht, dass es existenzsichernd ist, dann gibt es das Problem, was der Herr Scharf angesprochen hat. Was ist dann eigentlich mit den Geringverdienern? Müsste man es da nicht auch machen? Etc. Es gibt viele Folgeeffekte. Sie sagen auch nicht, wie das tatsächlich dann finanziert werden soll, wie das umgesetzt werden soll. Also da fehlen noch einiges. Und was das Gesamtproblem der Altersarmut angeht, ist es natürlich auch so. Es ist nur eine Teilgruppe, und man braucht natürlich ein Gesamtkonzept. Da haben Sie in Ihrer Begründung ein paar Stichworte genannt, aber das ist natürlich auch noch ein bisschen wenig. Also da müssen wir noch mehr leisten. Ich kann versprechen, für unsere Fraktion, wir werden da ein Konzept vorlegen, ein Gesamtkonzept gegen Altersarmut. Die Große Koalition, die schwarz-gelbe Koalition hat ihrem Koalitionsvertrag gesagt, dass sie was machen will. Allerdings, den Satz, den Sie da vorgelesen haben, der strotzt ja so vor Widersprüchen, und es ist eigentlich nicht so ganz klar, was da rauskommt. Was deutlich ist, ist eigentlich nicht, dass Sie eine existenzsichernde Rente haben wollen, sondern da steht was von betrieblicher und privater Alterssicherung. Das soll irgendwie besser auf die Grundsicherung angerechnet werden, und es soll eine bedürftigkeitsgeprüfte Leistung geben. Das ist also eher eine Grundsicherung Deluxe nach dem Satz, anstatt eine existenzsichernde Rente. Das ist das, was wir für die Langzeitarbeitslosen eher anstreben würden. Wie gesagt, wir werden ein Konzept dazu vorlegen. Ich bin gespannt auf das Konzept der Regierung, bin gespannt auf das Konzept der Linken. Vielleicht kommt ja sogar mal was von der SPD als Gesamtkonzept zum Thema Altersarmut. Und wenn das alles vorliegt, dann können wir noch mal ausführlich darüber debattieren. Aber ich finde auch, diese Einsatzanträge, die die Linke da manchmal stellt, die kann man sich eigentlich auch sparen. Und vielleicht ziehen Sie den Antrag einfach zurück. Und wenn wir alle Konzepte vorliegen haben, dann können wir eine ausführliche Diskussion führen. Herzlichen Dank.